1,000. Sink rate. 10. Genau, ihr habt jetzt mein Maus.
Mauszeiger, den ich ja bei UBS ja sonst mal ausstelle. Der Mauszeiger, ja. Genau. So. Also man hat mich drauf, man hat kaum das gemerkt, dass man gelandet ist überhaupt. Ja. Also, vielleicht sollte ich noch einfach Flugkapitän werden oder Flugpiloten im Echt. Aber gut, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Und genau. Ja, dann machen wir natürlich die Triebwerke aus. Ja, das ist klar. Ja, ich muss aber erst. Ja, bei jedem Flugzeug ist es nämlich eine andere Tastenkombination, deswegen muss ich da immer gucken. So, wir machen Deplete off, Engine off, CP Lights off. Den Trümmer machen wir aus und APU machen wir an. Genau, so, APU ist an, glaube ich, ja, müsste an sein. Ja, dann legen wir noch den Schalter hier oben um. Dann müsste es auch gleich gewesen sein mit der Batterie. War jetzt noch mal die Batterie? Ich glaube hier, ne? Nee. Ich muss mal erst gucken. Na, bei jedem Flugzeug ist es leider ein bisschen anders. Deswegen weiß ich immer nicht, wo der blöde Batterieschalter ist. Ah, da. Da war er. Ah ja, stimmt. Man muss die Klappe dann so offen lassen. Genau. So war das nämlich bei dem hier. Und ja. Und da stehen wir in London. Ah, da startet. Will gerade, glaube ich, einer starten. Ist ein Online-Spieler. Ja, also hier sind ein paar jetzt unterwegs. Ah ja. Ja, ich habe hier von Flyper, also von Flyperwire, gibt es da so ein extra Tool dafür, wo die Live-Spieler auch, also nicht die Spieler, die online, also die im V-Live gerade fliegen, genau, die realen Flieger werden hier gemacht. Genau. Und ich kann euch das ja mal gerne zeigen. So, da haben wir ihn. So, wartet mal, ich mache euch das Bild dann sofort an. Ja, ist mir klar. So. Wartet mal. So. Genau. Das ist jetzt hier die Flyperwire A320. Den kann man kostenlos herunterladen. Man braucht einfach nur dieses Plugin hier. Oder dieses extra Tool, wie auch immer. Ja, dann geht man hier drauf und hier hat man dann diesen Dingsreiter. Kann ich ja jetzt mal aufmachen. Hoffen, dass mir Microsoft nicht abstürzt. Genau, drückt man einmal Enter. Und hier sieht man es ja schon. Hier sind die ganzen Online-Spieler drin. Oder die realen Flieger, ja, da kommen sie nämlich gerade alle, genau, das sind sie alle, die jetzt hier aktuell gerade rumfliegen, die jetzt hier in Microsoft drin sind, ja, genau, ist wie so ein extra Tool, was man sich runterladen kann, und man sieht jetzt schon, der Flughafen ist auf jeden Fall schon voller, ja, also es starten an welche am Dauern, es kommen welche gelandet, also das Hochbetrieb immer.
Deswegen war das auch, wo ich von Frankfurt nach London geflogen bin, deswegen war das auch so voll der Verkehr wegen dem Tool, was ich da aktiviert hatte. Und ja, ne? Und wer mehrere solche Videos haben wollt oder so für Microsoft-Videos oder so, wie ich mal einen kompletten Flug als Video mache oder so nochmal, ja, schreibt's gerne unter die Kommentare einfach rein. Oder schreibt's mir auf dem Server sonst auch im Discord. Werde ich später mal im Reim verlinken. Genau. Genau. Und ich glaube, hier neben uns steht auch noch mal ein A320 oder so, müsste es sein. Deswegen ist es ja so laut. Ja, genau. Aber gut, das war es dann auch mal wieder von meiner Seite aus. Und ja, habt dann noch einen angenehmen Tag und habt noch einen guten, ja, Früh oder Nachmittag, wie auch immer. Und haut da rein und wir sind später dann ab morgen, denke ich, oder später wieder live. Mit was für ein Spiel, weiß ich selber noch nicht. Ja, lasst euch einfach überraschen, würde ich sagen, ne? Chat. Ich sage immer Chat, ich denke immer, ich wäre live. So. Aber das war es dann jetzt auch wirklich. Kleiner Spaß am Rande. Genau. Und ja. Und haute nein, ne? Thank you.